sitzen alle in einem Boot, die vier, oder in einem Baumstamm oder Floß. Man weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall wird's vermutlich nass für Jeremy, Kai, Steven und Hoffi. Aber das soll an einem Tag wie diesem kein Problem sein. Vielleicht tut so ein bisschen Abkühlung ja auch gar nicht so schlecht bei deutlich über 20 Grad und vor allem nach so einem unschönen Spiel wie dem am Vortag. Die Niederlage bei Eintracht Frankfurt schmerzt noch immer. Ja, also in der ersten Halbzeit hatte, glaube ich, jeder gesehen, dass wir nicht das umsetzen konnten, wo wir uns eigentlich so vorgenommen haben. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir einiges umgestellt, also wollten wir einiges noch gerade biegen, haben dann noch ein Tor erzielt, sehr, sehr früh, was eigentlich gut war, aber danach zu wenige Torschancen uns erspielt haben. Ergo 1:3 verloren. Die drei sind trotzdem gekommen in den Holiday Park nach Hasloch. Über 350 Hoffi-Club-Mitglieder plus der entsprechenden Eltern natürlich haben das auch getan. Autogrammstunde auf dem Hoffe-Express, besser als Auswärtsspiel in Frankfurt, wesentlich besser. Also es war auf jeden Fall kein gutes Spiel von uns. Ich denke, wir können viel besser spielen auch. Haben wir auch dann eben nach dem Spiel auch analysiert dann zusammen und ja, das müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Spielen dann besser machen, auf jeden Fall. So viele davon bleiben nicht mehr in dieser Saison. Noch zwei, um ganz genau zu sein. Ja gut, jetzt auswärts in Leverkusen ist natürlich sehr schwer und auch dann zu Hause gegen Berlin, also die sind ja auch noch nicht ganz gerettet. Das sind zwei schwierige Spiele, aber ich denke, wenn wir wieder unsere Leistungen zeigen, die wir davor gezeigt haben, eben, haben wir gegen alle eine Chance und ich bin da zuversichtlich, dass wir gewinnen und dann mal sehen, wofür es reicht. Das genau ist die spannende Frage. Würden die über 6000 TSG-Fans, die heute am Hoffe-Express vorbeigeschaut haben, sicher auch gerne beantwortet haben. Naja, so lange muss sich ja keiner mehr gedulden. Und wenn es so läuft wie bei Jeremy an der Torwand, dann kann es ja noch ganz gut werden. Wir gucken jetzt mal, so wie sich das alles so entwickelt. Die beiden Spiele haben wir noch vor uns und wir schulden noch einigen Leuten was und das wollen wir jetzt einlösen. Diese Leute können nur die Fans sein, die TSG die ganze Saison überragend unterstützt haben, die die Jungs auch dann anfeuern, wenn sie mal nass werden.